Liebe Freunde, hier ist euer Steinballen. Wir sind zurück bei den Osmanen im Krieg gegen Russland und dessen zahlreiche Verbündete, während wir leider nur mit Persien hier gemeinsam in diesem Krieg sind. Eigentlich sollte Frankreich noch mitkämpfen, aber die sind nicht mit eingetreten. Und warum, das bleibt mir bis jetzt ein Rätsel. Vielleicht wisst ihr doch irgendwie mehr. Ich habe mir nochmal das Video angeguckt. Nein, sie waren, Häkchen war grün. Ich habe auch ein Kreuz gemacht in dem Kasten. Sie hätten dabei sein müssen. Ich habe auch nochmal geschaut. Es kann nicht der Grund sein, dass sie ein Bündnis mit Portugal haben oder eine Staatsehe. Ich habe es an einem anderen Fall mal getestet. Nur natürlich, wenn jetzt Frankreich direkt mit Russland verbündet gewesen wäre, dann würde das nicht gehen. Aber diese indirekte Verknüpfung, das würde normalerweise dazu führen, dass dieses Bündnis mit Portugal aufgelöst wird. Die Staatsehe wird nicht aufgelöst und der Kriegseintritt müsste trotzdem stattfinden. So, hatte aber nicht. Insofern sind diese ganzen zahlreichen tausende Schmiergelder, die sind jetzt einfach verloren. Wir können uns das vielleicht rollenspielerisch so vorstellen, dass wir in bestimmte Personen am französischen Königshof investiert haben, ihnen das Geld zukommen haben lassen und die wie kurz vor der Entscheidung damit geflüchtet sind, einfach Betrüger sind. Betrügern sind wir aufgesessen, so würde ich mir das jetzt erklären. So, das heißt, wir müssen einen zahlenmäßig zumindest nicht ganz einfachen Krieg bestehen. Ihr seht es, 428 gegen 585, wobei die Frage ist, naja, diese Kolonien, die werden vermutlich nicht ganz so aktiv eingreifen. Ihr seht es, bei den anderen Truppentypen sieht es ähnlich aus. Zumindest mit der Flotte sollten wir überlegen sein, hoffe ich zumindest. Ja, ich bin mal gespannt. Also es wird vermutlich nicht ganz so einfach werden, diesen Krieg zu führen. Und wir sehen auch schon, diese ganzen Planungen sind so ein bisschen schwierig geworden, weil natürlich jetzt Kastilien und so weiter, die marschieren hier unten rum, oder? Wie sind die hier hingekommen? Haben die sich, Portugal ist hier, haben die sich irgendwie mit einem Transportschiff dorthin begeben? Ich bin mir nicht ganz sicher. Möglicherweise waren sie noch in Tunesien, sind dann hier reingelaufen. Aber eigentlich hätten sie hier gar nicht an den Festungen vorbeilaufen können. Die müssen irgendwie anders reingekommen sein. Vielleicht doch durch Transportschiffe. Wer weiß. Insofern kleine Planänderung. Wenn wir diese Festungen haben, werden wir vermutlich in Richtung Süden ziehen, um die hier so ein bisschen zu bekämpfen, diese portugiesisch-kastilischen Armeen. Ansonsten noch ein Hinweis. Moskau ist nicht die Hauptstadt. Wir hatten hier schon einen Zaren, der die Hauptstadt verlegt hat. St. Petersburg ist die Hauptstadt. Das heißt, wir müssen, nachdem wir dieses Dreigestirn hier erobert haben, noch ein bisschen weiter in den Norden ziehen. Okay, soweit, so gut. Unsere Flotte hat hier zumindest mal bestanden. Wir werden mal diese vier Schiffe noch erledigen und dann uns ein bisschen reparieren. Und den Rest können wir, glaube ich, erstmal ignorieren. Während wir hier erste Provinzen besetzen. Na, die hauen da ab. Alles klar. So, die Belagerung von Alania ist gewonnen. Okay, das heißt, die Hauptstadt haben wir hier schon in unserer Hand. Wir werden das noch schnell erobern. Und dann ist die Sache schon geritzt. Wir müssten eigentlich jetzt im Hinterland ein bisschen mehr tun. Dafür werden wir einfach diese Armee, die übrigens noch keinen korrekten Namen hat, werden wir dann jetzt auch nicht machen, mal ein bisschen aufteilen. Euch werden wir hier noch ein bisschen mehr aufteilen. Ihr geht dann mal hier hin. Und euch teilen wir auch nochmal auf. Und ihr marschiert dann dorthin. Gut, hier halten wir einfach nur die Linie. Das ist eine neue Armee, die jetzt endlich zusammengestellt wurde. Und die kriegt auch noch den entsprechenden Namen. Das ist die 9. Armee, die, ja, vielleicht hier mal reinrückt. Okay, ansonsten die Belagerung von Kiew ist besonders interessant, wobei wir da schon bei -39% sind. So, jetzt kommt hier ein bisschen Nachschub der russischen Flotte. Wir halbieren uns hier mal. Wir werden auch den Teil hier erstmal blockieren. Sizilien und Tunesien können jetzt in den Krieg gerufen werden. Oh, das ist aber erfreulich. Das werden wir auch tun. Warum ist das plötzlich gekommen? Vielleicht hat sich deren Rekrutenreserve einfach verbessert. Landversprechen werden wir in diesem Fall nicht. Wir nehmen die Gefälligkeiten, das ist okay. Und Tunesien folgt uns auch. Okay, das ist natürlich jetzt gut. Das heißt, die können jetzt hier die Kastilie schon aufhalten auf diesem Wege.
Das ist hervorragend. So, hier, Gott sei Dank haben wir hier unsere Achterfestung. Oh nein, der Thronfolger wird krank. Euer Nachfolger Mehmet atmet schwer. Er liegt nun seit 3 Tagen im Bett und im Schweiß auf seiner Stirn reflektiert sich die Angst in euren Augen um sein Leben. Er könnte die Nacht nicht überleben, wenn ihr nichts unternehmt. Ja, komm, wir werden nach dem Doktor schicken. Wir sind zwar grausam, aber sicher nicht gegen unseren Sohn. Aber das hat nicht genügt. Wir haben einen neuen Thronfolger. Einen neuen Süleyman. Okay? Erstaunlich. Und Verrat gegen das Osmanische Reich wurde verübt. Aha, das ist wieder so ein Rekrutierungsverrat. Sagen wir, das ist bedauerlich oder bestrafen? Wir sind grausam, wir wollen bestrafen. Okay, das führt aber zu Unruhe in bestimmten Provinzen, die wir jetzt erstmal ignorieren, oder? Na, wir haben illoyale Stände. Hier sollten wir vielleicht doch was tun. Wir können tatsächlich eine Versammlung einberufen. Das ist vielleicht nicht übel. So. Hier werden... Aha. Das ist jetzt in unserer Hand. Genau. Die hat mir gesagt, dass wir warten wollen, bis die dann auch noch gefallen ist. Und dann ziehen wir in den Süden. Kümmern uns vielleicht um diese Armee dort. Insofern... Ja, wir können aber schon mal Stellung beziehen zumindest. Das wird sicher nicht schaden. Okay. Tja, also... Hier heißt es erstmal abwarten. Mit den Armee will ich jetzt nicht unbedingt weiter in den Norden vorstoßen. Ihr könnt euch, ihr Söldner, könnt euch auch mal ein bisschen aufteilen. Damit wir hier noch ein bisschen besser in der Umgebung annektieren. Wobei, das macht ja jetzt die Festung, wenn wir sie haben. Das ist insofern also gar nicht nötig. So, Tscherkessien werden wir gleich in seinem Separatfrieden erobern, würde ich sagen. Da ist es jetzt schon geschehen. Und Holland hat Mexiko den Krieg erklärt. Imperialismuskriegsgrund. Hochinteressant. So. Ist das ein Separatfrieden? Mhm. Ist es. Gut. Die sind aber nicht bereit, noch Geld zu geben. Naja, gut. Hallo? Die sind gar nicht bereit. Warum nicht? Würde zur Annektierung führen. Kriegsstand 99, Kriegsdauer, aktuelles Friedensangebot. Ja, die sind einfach noch nicht, überhaupt nicht bereit. Okay, das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Da müssen wir noch ein bisschen abwarten. Das wird aber kommen. So, jetzt ist die Frage. Wollen wir mit denen auch südwärts ziehen? Ich meine, im Moment sind hier nur in Anführungsstrichen 45.000. Der Rest wird hoffentlich hier aufgehalten jetzt. Das reicht möglicherweise, wenn wir hier mit diesen 100.000 ziehen, weil dann würde ich nach Astra fahren, vorstoßen, um auch hier ein bisschen zuzumachen. Gut, bleiben wir mal hier weiter bei unserer Planung. So, hier müssten bald die Flotten rauskommen. Ja, genau, so ist es auch. Diese kleine Flotte werden wir komplett vernichten. Sehr schön, damit können wir eigentlich... Schon mal... Nee, Quatsch. Wir werden die jetzt vereinigen. Dann reparieren. Wobei, wir könnten auch hier hin. Und diese 17 Schiffe... Mit denen müssten wir es da locker aufnehmen können. Bekämpfen. Ja, machen wir das mal. Und die nächste Belagerung ist gewonnen. So, damit kann die nächste Armee hier runterziehen. Nach Antep. Das ist gut. Und dann... Führen wir da unten erstmal einen Befreiungsschlag. So, und ihr, würde ich sagen, zieht jetzt hier einfach an der Küste weiter und erobert weiter das Hinterland. Mhm. Und die Flotte treiben wir dort auch gleich raus. So, da ist es der Fall jetzt. Und hier sollte es dann gleich noch zur nächsten Flottenschlacht kommen. Die wir eigentlich auch sehr, sehr eindeutig gewinnen müssten. Jawohl. Okay. Auch hier die gesamte russische Flotte, die noch vorhanden ist, haben wir vernichtet.
Und dann geht es jetzt gleich gegen den Rest dieser russischen Flotte. Während hier unsere Armeen südwärts ziehen. Aber war es nicht so, sagt mal, ich habe das letzte Mal gesehen hier, dass inzwischen auch Festungen ihre Nachbarn mit erobern, ist hier aber jetzt nicht der Fall. Okay, die Infiltrierung ist beendet. Das ist natürlich schade. Das sollten wir auch wieder aufnehmen. Ich glaube, das waren 50 oder 60 Punkte, die wir dafür brauchen. Das ist, glaube ich, eine ganz interessante Sache. So, sehr gut. Die Flotte ist auch vernichtet. Da haben wir die Tunesier, die sich jetzt hier uns angeschlossen haben. Und das gibt uns jetzt die Möglichkeit, wirklich jetzt mal die Schiffe zu reparieren. Warum machen wir das hier auf Krim? Da gibt es nämlich durchaus ein bisschen Reparationsbedarf. So, die zweite Armee ist noch nicht da. Oh, ich sehe gerade, die Portugiesen ziehen tatsächlich jetzt ab gen Süden. Astrachan ist auch gewonnen. Die persischen Armeen ziehen gen Norden. Können wir... Ich würde mal tatsächlich hier so ein bisschen... Ja, wollen wir diese Übereroberung jetzt durchziehen? Am Ende ist das nicht so entscheidend. Wir müssen jetzt einfach Kiew kriegen. Aha, hier tauchen auch die ersten russischen Armeen auf. Und dann gen Norden ziehen. Das ist jetzt viel wichtiger. Ich glaube, wir überlassen diese Flanke den Persern. Das ist völlig okay, würde ich mal sagen. Ja, von mir aus marschieren wir mal da durch und vereinigen uns gewissermaßen hier mit der anderen Flanke. Okay, also dann scheinen wir das doch irgendwie selbst erobern zu müssen. Wenn es die Festung nicht tut. Und hier stehen wir, hier würden wir bereitstehen. Wir bleiben noch einen Augenblick hier unten, würde ich sagen. Ich meinte, die 2000, die können wir ja zumindest erledigen. Hier ziehen wir auch noch ein bisschen weiter nach vorne. Aber ansonsten wird sich offenbar Portugal jetzt hier um die Tunesier dort unten kümmern. Und das war ja eigentlich auch der Plan. Wenn es auch nur mit Frankreich so geplant war. So, jetzt marschiert die russische Armee uns entgegen. Und das verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Was wollen sie denn hier erreichen? Gibt es möglicherweise noch irgendeine versteckte russische Armee, die hier noch mit dazukommt? Wir warten mal, bis sie nicht mehr alles kann und dann... Warte, wo ist das? Hier unten. Wir warten nochmal, bis sie nicht anders kann und dann ziehen wir hier mit rein. Also was das für ein Selbstmordangriff jetzt war, kann ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht erklären. Die 2000 sind erledigt. Der Rest flieht weiter, beziehungsweise will dort unten irgendwas belagern. Ja, dann ziehen wir dann eben auch mal weiter. Erstmal nach Jaffa. So, hier laufen die Reparaturen. Das ist erfreulich. Und hier beginnt jetzt gleich diese Schlacht. Die Schlacht, von der niemand weiß, warum sie hier begonnen wurde. Ohne Befehlshaber unterlegen gegen eine wirklich starke Armee. Und wir haben die komplette russische Armee auf diese Art und Weise vernichtet. Ja, das war abzusehen. Warum nur? Frage ich mich, warum? Warum diese Selbstmordaktion? Ich meine, wir können hier ein bisschen nach vorne gehen. Komm, wir stehen hier so stark, dass wir auf jeden Fall offensiver hier sein können. Die Russen sind offenbar nicht in der Lage, sich zu koordinieren. So, was wurde jetzt besetzt? Hier wieder hin und her, alles Mögliche. Damit haben wir fast das gesamte Gebiet jetzt hier. Können das eigentlich fast außer Acht lassen. Kameradschaft, oder abhaken besser gesagt, Kameradschaftsgeist. Die Belastung, die der militärische Lebensstil den Männern auferlegt, kann unter guten Umständen zur Entwicklung eines Geistes der Zugehörigkeit und Kooperation führen. Das kennen wir auch schon. Wir bekommen Armeeprofessionalität. Das ist doch erfreulich. So, die Portugiesen hauen weiter ab, belagern jetzt hier Kairo.
Wir folgen ihnen hier unten mal. Wir haben den Freiraum. Zwei Armeen können wir dort, wie es aussieht, auf jeden Fall verschmerzen. So, die Perser sind aber sehr, sehr aktiv. Also das klappt schon mal gut. So, hier unten haben wir jetzt nahezu alles besetzt. Und eine Hungersnot in Malabar tritt auf. Gewinne vor Menschlichkeit. Ja, das ist weit weg. Das schert uns jetzt nicht so großartig. Aber jetzt haben wir hier eine russische Armee. Ach, verdammt, dass ich hier nicht sehen kann, wo die Armeen stehen. Wir müssen das eigentlich nochmal hinbekommen. Ja, 40%, 40 Punkte. Das geht ja schon deutlich früher. Dann können wir das jetzt machen. Sehr gut. Okay, jetzt wissen wir mehr. Sie marschieren wohin? Nach Lubnir. Von dort aus können sie dort angreifen. Und wir stehen dafür eben jetzt tatsächlich nicht ganz gut. Hier haben wir nicht ganz gut so unterstützt. Das heißt, wir müssen mal im Gewaltmarsch vielleicht erstmal dorthin marschieren. Und jetzt ist die Frage, haben wir einen freien General, den wir irgendwo abziehen können? Nee. Doch. Ulias Kemal, den könnten wir hier abziehen. Damit wir irgendwas Gleichwertiges denen entgegenstellen können. So, wo ziehen sie jetzt hin? Sie bleiben dort stehen. Das ist interessant. Okay, jetzt ist hier alles besetzt. Jetzt könnten wir diese Armee wieder zusammenfügen. Die gehört nämlich eigentlich zusammen. Bringen wir sie mal hier an diese Front. Und die beiden, das sind die Söldner, die gehören gewisserweise auch zusammen. Wo brauchen wir sie? Gibt es irgendwo einen Ort, wo wir schlecht dastehen? Ich glaube tendenziell eher nicht. Halt, wartet, hier unten haben wir tatsächlich den Gegner verpasst. Das ist ja ganz interessant. Wo zieht er hin? Nach Akaba. Können wir ihn da noch abfangen? Ah ja, da haben wir jetzt unseren Admiral. Wisst ihr was? Ich lasse mal dieses Hin und Her. Also, ich sag mal so, ich gebe mir jetzt mal so eine Art Mini-Hausregel. Wir werden Generäle nur von einem Schauplatz, sozusagen auf einem Schauplatz zwischen den Armeen tauschen, aber nicht den nach da unten und so. Wir tun so, als ob das gar nicht stattgefunden hat. Ich werde ihn wieder zurückholen. Wie hieß der jetzt nochmal? Ilias Kemal. Der wird jetzt hier wieder hinkommen. So. Und also zum Beispiel diesen Zweier, wenn das jetzt hier erobert wäre, dann könnten wir das, würde ich mal sagen, an der Front die Generäle wechseln. Aber nicht über so krasse Entfernungen hinweg. Das wäre ein bisschen komisch. Gut, wir müssen aber hier was tun. Die laufen hier immer noch frei herum. Das wollen wir nicht. Insofern werde ich versuchen, mit hier mal den Anführer zuzuteilen. Und dann vielleicht sogar mit Gewaltmarsch das hier aufhalten. Nee, da kommen wir zu spät. Kommen wir zu spät, aber wir kriegen ihn dort noch. Wir kriegen ihn noch. Da bin ich optimistisch. So, und die ziehen wir einfach mal hier zusammen und gucken mal, was wir mit denen weitermachen. So, und diese Armee marschiert jetzt wieder nördlich. Wir haben jetzt hier diesen General, Numan Kara. Den könnten wir hier zuordnen. Aber auch hier kommen wir leider zu spät. Ja, zumal wir hier nicht verstärken können. Dann werden wir hier mal an der Seite so ein bisschen flankieren und euch hier hinbringen. Das Problem ist, dass die jetzt dann ziemlich alleine da steht. Na gut, die kann hier immer noch helfen. Okay. Arbeiten wir uns auf diese Art und Weise doch schon hier nach vorne, obwohl ich das gar nicht so richtig geplant hatte. Ja, ich denke mal, das sieht hier ganz gut aus. Das sind nur versprengte portugiesische Truppen. Die 45.000 haben wir irgendwie unter Kontrolle. Und Kiew ist in unserer Hand. Hey, das ging jetzt doch schnell. Das heißt, der Weg ist komplett frei eigentlich. Wir brauchen hier keinen blöden Umweg gehen. Wir können eigentlich gen Norden marschieren, gen Smolensk, das müsste jetzt
das nächste Ziel sein. Mit den 40.000 hier an unserer Seite. Die haben den gleichen Weg. Können wir das vielleicht noch ein bisschen anders gestalten? So. Und ihr lauft mal hier drüber und dann so. Mhm. Gut, Smolensk ist dort das nächste Ziel. Und das heißt, wir können mit diesen Armeen jetzt auch auf Moskau und, das war die dritte Stadt, hier noch, Rajan, zumarschieren. Ja. So, was macht hier diese russische Armee in unserem Rückraum? Die müssten wir eigentlich erstmal besiegen, die nervt nämlich. Ja, tatsächlich, ich kann sie hier stellen. Allerdings mit einer zahlenmäßig unterlegenen Armee. Wir müssen dann irgendwie hier möglichst schnell Verstärkung noch reinbringen. So. Und die Armee müsste dann dazukommen. Die Frage ist, wo findet jetzt die Schlacht statt? 12. Oktober, 8. Oktober. Ja. Hier können wir aber auch noch helfen. Auch noch mit Gewaltmarsch. Ja, okay. Das sollte uns die nötige Übermacht meines Erachtens geben. Die anderen sind alle im Marsch. Das ist erfreulich. Und hier, was hat sie hier getan? Sie marschieren wieder hoch und wir sind wieder zu spät dran. Machen wir das mal so. Ja. Gut, aber wir haben da oben eine kleine Armee, die ihnen entgegentritt. So, hier kommt es jetzt zur Schlacht. Das ist unvermeidbar. Und nach wird die Verstärkung ankommen. Wir haben den Geländemalus. Der Gegner hat allerdings tatsächlich insgesamt eine schlechtere Moral. Das freut mich natürlich. Jetzt ist Tscherkessien auch zu einem Frieden bereit. Dann, denke ich, können wir sie jetzt auch annektieren. So, reicht jetzt der Moment der Verstärkung. Wir verlieren leider sehr viel, weil wir nicht sehr gut kämpfen. Aber jetzt sollten wir zahlenmäßig gut dabei sein. Hier oben kommt noch eine weitere starke russische Armee, die wir beachten müssen. Jetzt sind wir mit 100.000 Mann dort. Und können natürlich gewinnen, allerdings diesmal unter ziemlich hohen Verlusten. Also das war nicht ganz so optimal. Beziehungsweise ein bisschen Pech gehabt hier bei der Schlachtführung. Gut, so, ihr müsst euch natürlich jetzt wieder erstmal trennen. Sinnvoll irgendwie trennen. Wir müssen jetzt dort aufpassen. Ihr bleibt mal dort stehen. Ihr geht dorthin, allerdings ohne Gewaltmarsch. Und ihr auch ohne Gewaltmarsch dorthin. Und ihr bleibt ohne Gewaltmarsch stehen. So, jetzt kümmern wir uns noch um Tscherkessien. Wir werden nochmal versuchen, hier diesen Separatfrieden zu verhandeln. Und sie sind aber immer noch nicht bereit, hier die Annexion anzuerkennen. Nö, dann werden wir auch nicht weiter groß mit euch sprechen. Und die weiteren Geschehnisse erstmal abwarten. Ja, ich frage mich, wo hat Russland jetzt die großen Armeen? Hier haben wir noch, 41.000, dann sehr viel vereinzelte. Hier hinten 45.000, da 28. Okay, Ming ist hier krass am Krieg führen. Also die Russen sind etwas überfordert angesichts ihrer riesigen Landmasse und können ihre Armee jetzt hier für diesen Krieg nicht gut zusammenbinden. Das ist für uns von Vorteil. Und die Tunesier scheinen hier ihre Sache ganz gut zu machen, wie ich finde. Also die sorgen auf jeden Fall für Ablenkung und für das Aufhalten der Kastilier und Portugiesen. Gut, dann setzen wir das nächste Mal an dieser Stelle weiter an und versuchen Russland zu erobern bis zum Norden hin, bis nach St. Petersburg. Also bis dahin macht's gut, euer Steinballen.